Ich habe mir die Nikon gekauft, weil die so toll gerade im Fernsehen vorgestellt wird. Ich habe mir die Nikon gekauft, weil die so schön weiß ist. Ich habe mir die Nikon gekauft, weil der Verkäufer gesagt hat, die ist gut. Ich habe mir die Nikon gekauft, weil der Preis so günstig ist. Das ist also die Nikon V1. Und jetzt wollen wir mal gucken, was denn da alles so drin ist. In der Nikon V1. So. Mit CD. Beschreibung. Noch mehr Beschreibung. Service. Noch mehr CDs, noch mehr Beschreibung. Dazu später gucke ich da rein. So, dann haben wir Anschlusskabel, wahrscheinlich fürs Fernsehen, wegen Cinch. Trageriemen. Das Ladegerät. Sieht auch schick aus. USB-Kabel für den PC. Stromkabel für das Ladegerät. Das Objektiv, das wollen wir doch mal auch mal eben hier auspacken. Da haben wir es, das schöne Ding. Schön mit zwei Kappen, eine vorne, eine hinten. Ja, gehst du ab? Geht das Ding nicht ab? Glaub ich's denn, sag mal. Wo ist? Ah! Auch ab. Und logischerweise der Akku. Auch sehr niedlich. Auf jeden Fall ein sehr großer. 1900 mAh. Der sollte auf jeden Fall reichen. Und kommen wir zur Attraktion. Zur Kamera. So. Hier auch jeweils erstmal den Deckel ab. Dann wollen wir mal montieren. Ne, gehst du rein? Sag mal. Das war schon. Sehr schick. Liegt sehr gut in der Hand. Von der Größe her. Schönes großes Display. Einstellungen sind auch relativ übersichtlich. Von den Knöpfen her. Hier gibt es auch nochmal so ein Drehrädchen. Da kann man auch noch ein paar Einstellungen machen. Ja, hier oben gibt es nicht viel zu sagen. On-Off, Auslöser. Und jetzt wollen wir erstmal den Akku laden, damit wir mal ein bisschen weiterkommen. Ah ja, Speicherkarte, genau. Da fällt mir noch was zu ein. Ich habe zwei Speicherkarten. Und zwar habe ich einmal von Panasonic eine 16 GB Karte. Und ich habe von Panasonic eine 16 GB Karte. Hört sich jetzt erstmal doof an. Ist beides das gleiche, ist beides dieselbe Größe, aber diese ist schneller als diese. Das heißt, gerade bei Full HD Aufnahmen sollte man darauf achten, dass die Schreibgeschwindigkeit erheblich höher ist. Diese hat hier zum Beispiel nur eine Vierfach-Schreibgeschwindigkeit, wie man hier sieht. Und diese hier macht 20 MB. Sprich, das Vierfache. Die habe ich mir zwar auch jetzt letzte Tage gekauft, das heißt, die wandert jetzt in Müll und die kommt da jetzt rein, damit halt eben keine Ruckler entstehen können, gerade bei Full-HD-Videos oder halt eben, dass der Film abbrechen kann. Das gibt es nämlich auch, bei einigen Kameras kann das nämlich sein, dass das Video einfach abbricht, sprich, weil die Karte nicht so schnell hinterherkommt als bei den langsamen. Und deswegen wollte ich da keine Kompromisse eingehen und habe dann gesagt, die kurze hier, preisunterschiedlich liegen die, diese kostet 10 oder 12 Euro, die kostet 20 Euro. Dann gibt es dann hinterher auch keine Probleme mit Full HD. So, jetzt wird Kamera erstmal geladen und dann geht es gleich weiter. Ich habe mir die Nikon V1 geholt, zum einen, weil ich hauptsächlich Videos damit machen will, und zwar Full HD. Das können zwar auch billigere Kameras, aber hier gibt es auch so ein paar Schmankerlis bei, die normale Kameras nicht haben. Ich hatte vorher erst eine andere Kamera, die so 150, 100 Euro gekostet hat.
Und die gefiel mir nicht, beziehungsweise gerade was die Tiefenschärfe betrifft, geht es bei diesen Kameras im Prinzip ab der Nikon V1 erstmal richtig los. Es können zwar Spiegelreflexkameras, die sind aber meistens eher für den Fotobereich ausgelegt. Daher wollte ich eigentlich so ein Zwischending haben. Das heißt, einerseits will ich gute Fotos machen, die will ich schnell machen, die will ich dann auch einfach machen, also nicht erstmal 5000 Sachen einstellen, sondern ich will da relativ viel automatisiert haben. Aber wenn ich Videos machen will, dann will ich auch gute Videos machen und ich will auch die Auflösung, das sollte alles passen. Der Vorteil bei dieser Kamera ist, die hat einen super schnellen Autofokus, also mit einer der schnellsten Autofokus überhaupt bei den Kameras. Ist eine sogenannte Systemkamera, also keine reine Spiegelreflexkamera, sondern genau das Zwischenmodell zwischen den Kompaktkameras und den Spiegelreflex genau dazwischen. Das heißt, hier hat man einmal die Wechselobjektive, die man sich noch dazu kaufen kann. Optional gibt es hier noch einen Blitz, den man noch aufstecken kann. Den gibt es aber nur original von Nikon an sich und kostet 150 Euro nochmal extra. Was gibt es noch zu sagen? Videotechnisch, wie gesagt, stand bei mir im Fokus. Was hierbei sehr gut ist, das Ding macht auch Zeitlupe. Das heißt, das Ding macht, so wie ich auf den ersten Blick weiß, nicht nur 30 Frames, sondern auch 60 oder auch gar noch 100 oder 200 Frames. Muss ich aber gleich nochmal genau nachgucken. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass das Ding 60 Frames macht. Dann allerdings nicht in der Full-HD-Auflösung, das heißt, da wird es ein bisschen kleiner. Aber die Testvideos, die ich gesehen hatte, da werde ich auch noch welche von machen, die sahen schon mal sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Von den Werten her an sich ist die Kamera sehr gut abgeschnitten. Stiftung Warentest zum Beispiel hat gut abgegeben, 2,1. Foto sehr gut und Fotomagazin auch, was die Geschwindigkeit betrifft. Das habe ich also auch in einigen oder vielen Testergebnissen von der Chip zum Beispiel gelesen, dass die Kamera sehr schnell reagiert. Also sprich gerade was Autofokus oder Fokussieren oder auch das Display betrifft. Wichtig war auch hier noch, oder für mich, dass das Ding auch relativ einfach zu bedienen ist. Das heißt, nicht 5 Milliarden Knöpfe, wo ich erstmal drei Jahre ein Studium machen muss, wie geht eine Kamera. Hier das Drehrädchen, relativ einfach. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Einfach, was man machen will, also Fotos, Videos. Und dann gibt es hier auch noch diese Funktion. Damit kann man nämlich schön für Facebook und Google Plus die animierten GIFs erstellen. Das heißt, das Ding macht aus einem kleinen Bereich, wie soll man sagen, wenn man jetzt ein Motiv hat, was sich bewegt, kann man daraus ein animiertes GIF erstellen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, was ich da finde. Da muss ich mir auch nochmal reinversetzen in die Funktion. Ansonsten gibt es auch nicht wirklich viele Einstellmöglichkeiten an sich. Hier ist, wie gesagt, nochmal so ein Drehrädchen und das Menü. Da kommen wir dann gleich zu, wenn der Akku erstmal aufgeladen ist. Da wird es sicher noch viel schöne Dinge geben, die wir da erforschen können.